Unser Start in die dritte Saison bei Manchester United, Freunde. Herzlich willkommen zurück. Und jeder, der neu mit dabei ist, hier könnt ihr nochmal die Übersicht sehen, für welche Spieler wir ein Transferangebot abgegeben haben. Antoine Griezmann, Renan Lodi, der Linksverteidiger, für Leon Goretzka fürs zentrale Mittelfeld, Daniel Carvajal, Rechtsverteidiger, und Gonzalo Inácio für die Innenverteidigung. Ja, wir wollten uns einfach qualitativ wirklich ein bisschen verstärken, weil die letzte Saison einfach wirklich eine Flop-Saison war. Wir haben eine sehr, sehr gute Hinrunde gespielt in der letzten Saison, sind dann aber in der Rückrunde komplett abgefallen und in den Pokalwettbewerben ausgeschieden. Wir haben die Meisterschaft nicht geholt, haben die Saison quasi in der Premier League als Tabellendritter abgeschlossen, und das war einfach insgesamt zu wenig, und deswegen haben wir gesagt, okay, wir müssen uns jetzt qualitativ einfach verstärken. Das haben wir auf ein paar Positionen jetzt gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir die Spieler auch bekommen werden. Und natürlich werden uns deswegen auch ein paar Spieler verlassen. Wenn ihr das nicht mitbekommen habt, ihr könnt dann gerne auch nochmal die vorherige Folge anschauen. Ich kann es euch aber auch so nochmal sagen. Toni Martinez wird uns auf jeden Fall verlassen Richtung Valencia. Ruben Neves wird voraussichtlich zum FC Porto wechseln. Und dann haben wir noch Malacia, den werden wir abgeben. Den Linksverteidiger wird voraussichtlich nach Feyenoord gehen, sage ich mal. Und eigentlich noch Thielemans, ne? Oder haben wir den noch gar nicht auf Transferliste gepackt? Haben wir das noch gar nicht gemacht? Dann müssen wir das natürlich nochmal nachholen hier. 46, naja, machen wir mal für 55. Aber wir machen erstmal hier voll, ne? Vielleicht ist ja ein Verein dabei, der so viel Geld für Thielemans zahlen möchte. Ah doch, den hatten wir doch schon angeboten, ne? Okay, vielleicht kommt da ja noch ein Angebot rein. Genau, ansonsten war es das eigentlich. Also im Sturm auf jeden Fall Martinez, Thielemans, Malacia, Neves. Das sind die Spieler, die uns verlassen werden. Jetzt planen wir erstmal auf jeden Fall unser Trainingslager. Wir haben ja wirklich ein bisschen, was heißt ein bisschen? Wir haben sehr viel Zeit hier bis zum Saisonstart gegen Watford am 11. August. Und da wollen wir natürlich fit sein. Da wollen wir fit sein. Deswegen werden wir jetzt hier ins Trainingslager fahren. Wir fahren hier mal nach Dubai. Für 14 Tage. Genau, ein richtig ordentliches Trainingslager, wo wir natürlich auch ein paar Freundschaftsspiele machen werden. Die werden wir jetzt hier direkt auch mal planen. Ist der gleiche Verein. Oh, blöd. Dann nehmen wir hier einen anderen Termin absagen. So, dann nehmen wir da den Einmann-Club. Al-Wasi FC. Immer die gleichen hier. So, haben wir auch noch einen. Und dann haben wir immer noch etwas über 3 Wochen Zeit. Sprich, wir könnten hier nochmal oder ab Freitag so ein Turnier machen. Ne, da geht's nicht. Aber es sind ein bisschen viele Freundschaftsspiele, oder? 1, 2, 3, 4. Das sind dann 7 Freundschaftsspiele. Und da sind doch nur 2 Vereine, ne? Ja, dann machen wir einfach so nochmal ein Freundschaftsspiel hier. Gegen einen starken Gegner, ne? Machen wir nochmal ein Freundschaftsspiel gegen unsere A-Jugend. Das ist doch noch was Gutes. Und hier könnten wir nochmal eins ansetzen. Club zum Freundschaftsspiel einladen. Welchen nehmen wir denn da mal? Welchen Club? Nehmen wir doch die Bayern mal. Ne? Das wäre doch mal was. So. Dann müssen wir hier auf jeden Fall einen Sponsorentag machen. Ganz, ganz wichtig. Und natürlich das übliche Tag der Jugend. Fanclub-Treffen, Autogrammstunde. Sonntag machen wir mal gar nichts. Und hier am Freitag würde ich gerne nochmal einen Probetrainingstag machen. Dann haben wir auch schon die Saisoneröffnung. Die können wir hier auf dem Freitag machen. So, hier an dem Sonntag werden wir nochmal was essen gehen. So, und dann passt das. Können wir gleich die Weihnachtsfeier auch mit planen. Können wir hier am 22. machen. So, läuft. Ja, wir warten jetzt natürlich erstmal auf die anderen Spieler. Die zweite Mannschaft hat sich natürlich jetzt auch gefüllt hier mit unseren Community-Spielern. Aber hier müssen wir auf jeden Fall auch noch den einen oder anderen abgeben. Ich glaube, die haben wir alle schon auf der Transferliste drauf. Mit Alvaro Fernandes, genau, Bellingham, McNeil, Maino, die haben wir alle schon draufgepackt. Da werden die Angebote jetzt, denke ich mal, einfliegen. So. Es geht auch schon los hier. Ruben Neves, FC Porto, 45 Millionen.
Sehr gut, brauchen wir nicht weiter verhandeln. Alvaro Fernandes 4,5 ist auch okay. 900.000 für Bernard läuft, da gibt es mehrere Interessenten. So, Vertragsverhandlungen mit Gonzalo Inácio. Du wirst in der Regel spielen. 22 Jahre alt, der kriegt auf jeden Fall einen 5-Jahres-Vertrag. Definitiv. So, feste Ablöse machen wir weg. Dann passt es, ne? Sehr gut. Daniel Carvajal, der erfahrene Spanier für die Rechtsverteidigerposition. Stammspieler ist er auf jeden Fall nicht. Wird einige Male spielen, würde ich ihm jetzt sagen. 2 Jahre ist erstmal okay. Er möchte eine Option zur Vertragsverlängerung um 1 Jahr. Ist auch in Ordnung. Posten am Karriereende wäre eigentlich auch noch nice, was man mit reinnehmen könnte. Jährliche Erhöhung. Geht da was? Ja. 3%. Anteil am nächsten Verkauf könnten wir mit reinnehmen, weil wir ihn eh nicht mehr verkaufen werden. Er wird dann, denke ich mal, hier bei uns auch seine Karriere beenden. 9 Millionen finde ich bisschen viel. Das machen wir trotzdem. So, und jetzt möchte ich hier wirklich mal Saisonziel auch Meisterschaft angeben. Definitiv. Das muss in der Saison auf jeden Fall jetzt erstmal die Priorität sein, dass wir jetzt auch mal die Meisterschale holen. Wir müssen auch national erstmal klarkommen, ja. Und Arsenal, Chelsea, City, Liverpool auch mal hinter uns lassen und da einfach auch mal die Meisterschale zu uns holen. Genau, wir werden eine tolle Stimmung in der Mannschaft haben. Das ist mir sowieso wichtig. Disziplin. Wir werden weiterhin viel rotieren. Ich werde dem Verein treu bleiben sowieso. Feyenoord mit dem ersten Angebot für Tyrell Malacia. 27,5 bieten sie. Also da ist auf jeden Fall aber noch ein bisschen Spielraum, was die Verhandlungen angehen. Wir gehen da ein bisschen mit. Ja, aber auch nicht viel, ne? Wir machen nochmal Forderungen stellen. McNeil, West Ham, 4 Millionen passt. Crystal Palace für Isaac Hansen, 3,5 passt. Bellingham, Southampton, 3,1 passt auch. Bernhard, 900, Bremen. Aber an ihm sind wirklich ein paar Vereine auch interessiert, ne? Basel, HSV. Okay, muss er sich selber entscheiden, wo er hingeht. Jetzt der Sponsorentag am 3. Juli. Daniel Lames fällt aus, Zehenprellung. Mal wieder ein Jugendspieler entdeckt. Gutes Talent, der 15-Jährige. Sponsorentag. Ihre Sponsoren haben sich sehr über die Einladung gefreut. Alle schauen sehr optimistisch in die Saison. Das ist schön. Leipzig ist interessiert an Šeško. Ist okay, den können wir erstmal aus dem Blickfeld entfernen. Anfrage für Freundschaftsspiel abgelehnt. Schade. Aber gut, das Freundschaftsspiel brauchen wir jetzt nicht unbedingt da noch machen. Hätte ich aber gerne gehabt. Wen haben wir denn noch hier drin? Starke Gegner. Birmingham. Versuchen wir es mal in einem anderen Land. Frankreich, vielleicht Paris? Vielleicht Paris. Jugend, da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal reingucken hier. Das dürften jetzt alles soweit Community-Spieler sein. Jawohl, außer McAllister. Zentrales Mittelfeld, den müssen wir noch umbenennen. Die Position ist auf jeden Fall noch frei in der A-Jugend. In der B-Jugend, da sind natürlich ganz schön viele neue jetzt gekommen. Ne? Also da können wir nochmal wirklich Community-mäßig nachlegen, wie man das hier sieht. Das werden wir auch machen, nach und nach jetzt. Und genau, wenn wir die erste und zweite jetzt hier fertig haben, dann werden wir uns der Jugend nochmal widmen. Aber erstmal müssen die Spieler hier alle weg sein, ne? Dass man einfach einen besseren Überblick hat. Toni Martinez, der FC Valencia, bietet 22,5. Er hat einen Marktwert von knapp 26, ne? Also 22,5 ist auf jeden Fall zu wenig. Wir gehen da ein bisschen mit auf 29 und stellen nochmal die Forderung. Kobi Mainoo, 9,75 Marktwert, die bieten 8. Ja, wir gehen dann mit, aber Maggie, 1 Million ist okay. Griezmann, so, Vertragsgespräch. Du wirst einige Male spielen, jawohl, genau, 2 Jahre Laufzeit. Wenn er in einer Saison mehr als 20 Spiele macht, muss ich seinen Vertrag automatisch verlängern. Das können wir gerne machen, nach 20 Spielen, Posten am Karriereende. Ja, da geht der Balken auf jeden Fall auch nach oben. Das ist gut, dann können wir nämlich hier mit dem Gehalt noch ein bisschen runtergehen. Ordentlich runtergehen auf jeden Fall. 9,7, jetzt verdient er über 10. Das ist in Ordnung. So, Lodi. Ich hoffe, dass wir mit ihm eine gute Wahl getroffen haben. Das hoffe ich wirklich. Aber er hat wirklich gute Werte. Er ist ein offensiver Linksverteidiger, was ich gar nicht mal schlecht finde. Hat aber auch defensiv seine Stärken. Ne, da wir sowieso nicht mit Links- und Rechtsaußenspieler
überwiegend spielen, sage ich mal, kommt das eigentlich ganz gelegen, dass die Außenverteidiger, wenn die ein bisschen offensiver agieren, ne? Gutes Alter hat er auch. Also, ich sage ihm, du wirst in der Regel spielen. Er will 3 Jahre Laufzeit. Können wir auch machen. Option für Spieler. Ja, machen wir so. Obwohl, Option für Spieler ist ja eigentlich Quatsch, ne? Beiden ist ja im grünen Bereich. Gehalt ist auch vollkommen okay. 5 Millionen, das passt. Jugendtag. David Beresford, aber keiner für uns, leider. Kaufangebot für Mike. Oh, die Bayern. 46,5 Millionen, aber das ist wirklich ein bisschen, also, ich bitte euch. Das ist schon unverschämt. So, Alvaro Fernandes wechselt zu Fulham. Sehr gut. Mengi über Verlust verärgert, aber Mengi wird uns ja auch verlassen. 46,5 Millionen, der hat einen Marktwert von 62. Leute, irgendwas stimmt doch hier nicht. So, und jetzt haben wir das Ding hier wieder. Kein Verein an Bisaka interessiert. Ja, schwierig, ne? So, jetzt vielleicht nochmal anbieten. Das ist nix. Aber das kann doch nicht sein. Für 20 Mille müssen wir den doch loswerden hier. Das kann ich nicht glauben. Genau wie Thielemans, also... Die Spieler sind ja... Das sind ja jetzt keine schlechten Spieler, sagen wir mal. Ich meine, klar, für 93 werden wir ihn bestimmt nicht los. So, das muss eigentlich schon drin sein bei so einem Spieler, ne? Versuchen wir es nochmal. Hanbury zum Verkauf, 100.000. Gestaltet sich manchmal ein bisschen schwierig, ne? Die Spieler loszuwerden. Aber ich will auch nicht wieder jetzt mit dem einen oder anderen in die neue Saison gehen, weil das ist Quatsch in meinen Augen. Die werden uns auf jeden Fall alle verlassen. Definitiv. Und wenn wir am Ende die Verträge auflösen. Forsen, 750.000. Muss doch möglich sein hier. Auch nochmal anbieten. Zack. Anfrage für Freundschaftsspiel auch abgelehnt. Paris. Ich weiß nicht, ob die da vielleicht schon Saisonstart haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Dann machen wir das einfach hier so und dann nehmen wir nochmal hier vor Saisonstart einfach einen schwachen Gegner. Dann passt das auch. Vereine einigen sich auf Wechsel von Lodi. Ja, nice. Griezmann wird auf jeden Fall eine Verstärkung für uns sein, denke ich, im Sturm. Also nicht nur eine Verstärkung, sondern einfach auch für die jungen Spieler. Definitiv auch ein Vorbild, auch ein Mentor, ne? von dem die jungen Spieler noch viel lernen können. Über welchen Fortschritt als Trainer von United haben sie sich zuletzt gefreut? Ja, auf jeden Fall über die Jugendarbeit, ne? Das ist halt wirklich unser Herzstück hier, ne? Da werden wir diese Saison auf jeden Fall noch mehr Arbeit reinstecken als in den ersten beiden Saisons. Denn die Jugendarbeit soll auf jeden Fall in Zukunft mehr im Vordergrund stehen. Und das wird sie auch. So, Inacio ist da. Akzeptieren. Stadion, Vorstellung, Madison. Den haben wir ja noch verpflichtet, weil der ablösefrei war. Das konnte ich mir echt nicht verkneifen, den einfach mal zu holen. Wir haben ihn erstmal, glaube ich, einen Jahresvertrag gegeben. Und dann gucken wir erstmal, wie er sich in der ersten Saison hier macht. Ist fürs offensive Mittelfeld und fürs zentrale Mittelfeld vorgesehen. Mal schauen, wie viele Einsätze er am Ende dann hat. Ne? Und dann sehen wir weiter. So, Eriksen, der braucht keine Angst haben. Martin ist sauer über die Verpflichtung von Inacio. Okay. So, Neves wechselt. McNeil, Bellingham weg. Das ist gut. Sind die ersten Spieler schon mal weg hier. So, wie sieht's hier aus? Können auch hier mal reingehen, ne? Der kommt erstmal weg. So, Malaccia, genau. Bisaka ist kein Verein interessiert. Das glaube ich ja gar nicht, ey. So, die werden wir alle mal rauslöschen hier. Aus dem Blickfeld. Auf jeden Fall werden wir die Spieler noch los hier. Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Was ist das hier los? Bassfeld, wer ist da interessiert? Den werde ich ja niemals abgeben hier. Anscheinend ist Everton interessiert. Angebot 4 Millionen. Lachhaft. Lachhaft. So, was haben wir hier noch? Frederiksen. Also ich denke, wir werden alle los. Außer Bisaka und Thielemans. Das wird noch ein Problem, glaube ich. So, Inacio unterschreibt sofort der Red Devils. Sehr guter Transfer, finde ich. 29 Millionen. Ja, komm. Machen wir, ne? Das ist okay. Ist jetzt nicht euer Ernst. Jetzt haben wir Bassfeld abgegeben. So ein Scheiß. Da machen wir gerade ein bisschen zu schnell, ne? So, Goretzka. Da müssen wir noch ein bisschen mehr bieten hier. 50. So, jetzt bin ich gerade ein bisschen perplex irgendwie. Jetzt habe ich das Angebot von Everton angenommen. Das ist echt nicht so geil, ne? Das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, da können wir jetzt auch nichts mehr machen, ne? Scheiße. So, müssen wir hier mal gucken, dass wir das noch hier in den grünen Bereich bekommen.
Ja, so passt es, ne? Aber wieso? Das ärgert mich gerade richtig, ey. Jetzt müssen wir das Ganze hier mal abbrechen. Ich hoffe, dass wir da jetzt noch was machen können. Jetzt müssen wir noch mal gucken hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Basfeld, den wollen wir doch nicht abgeben. Was ist denn hier los, ey? Everton hat ihn sich gekrallt. Oh Mann, das ist echt ärgerlich jetzt gerade. Torm Basfeld. Gut, wir können es jetzt nicht mehr ändern. Das ist echt dumm gelaufen jetzt. Wir werden das so machen, dass wir ihn ein halbes Jahr dort spielen lassen und dann werden wir ihn zurückholen. Ah, das ist echt mies jetzt gerade. Sowas ist mir echt noch nie passiert. Da waren wir ein bisschen zu schnell, ne? Ja, dumm gelaufen. Er kann da jetzt bei Everton dann ein bisschen Spielpraxis sammeln, sage ich mal. Auch wenn es ungewollt ist. Ich hoffe, dass er da auch seine Spiele bekommt. Und dann müssen wir gucken, dass wir ihn schnellstmöglichst wieder zurückholen, ne? So, Toni Martinez, Valencia, 23 ist auch ein bisschen wenig, ne? Das ärgert mich. Gerade Basfeld, den wir in der letzten Saison schon echt gut aufgebaut haben, den wollte ich jetzt eigentlich in dieser Saison noch mehr an die erste ranführen. Tja, da haben wir Mist gebaut. Kein Verein an Tielemans interessiert. Das glaube ich gar nicht, ey. Unfassbar hier. Bisacca genau das gleiche. Mengi wechselt, Bernat wechselt. Ich meine, schlecht ist es vielleicht ja nicht für Basfeld, wenn er da seine Spielpraxis bekommt. Dafür ein halbes Jahr und wenn wir ihn im Winter nicht zurückholen können, dann werden wir es auf jeden Fall im Sommer machen. Und jetzt haben wir Gott sei Dank auch ein Angebot für Tielemans, aber weit unter Marktwert, ne? 30 Mille. Wir haben den ja eh damals ablösefrei geholt, von daher machen wir da jetzt nicht ganz so großen Verlust, ne? Bisschen Taktikbereich, Teamwork, alles ein bisschen mit reinnehmen hier. Lodi ist auch da. Pressekonferenz, Carvajal. Pressekonferenz, Griezmann, Stadion. Hauptsponsor unterstützt Verpflichtung von Carvajal, sehr gut. Es ist großartig, diesen Spieler mit unserem Namen auf der Brust zu sehen, strahlt der Geschäftsführer. So, Malaccia, Shaw ist über Neuverpflichtung begeistert. Gewinnt 10 Moralpunkte. Sehr nice. Vielleicht passiert da irgendwie doch noch was oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja, geht zum FC Everton, ne? Boah, 4 Jahre? Meine Güte, ey. Malaccia ist Vereinsrekord für Rotterdam. Lodi unterschreibt. Carvajal unterschreibt. Griezmann unterschreibt. Das ist auf jeden Fall gut. Toni Martinez. Ja, komm, wir machen das jetzt. Bevor Valencia da aussteigt, gehen wir ihm jetzt ab. Mainu wechselt auch. Wir probieren es jetzt noch ein letztes Mal. Da geht nichts mehr. Da geht nichts mehr. So, Tielemans auf jeden Fall weg. Martinez weg. So, haben wir Frank Henschel. Wenn Basfeld jetzt zu Everton geht, brauchen wir auf jeden Fall noch einen, ne? Safe. Yannick Kelb, Mirko Weber. Ja, der bleibt dann doch in der ersten. So, es sieht mir jetzt ein bisschen mau aus hier in der zweiten Mannschaft, ne? Da werden wir auf jeden Fall noch den einen oder anderen aus der Jugend rüberholen müssen. Aber hier sind wir jetzt, glaube ich, erstmal komplett. Gucken nochmal kurz. Gehen nochmal in die Kaderplanung hier rein. So. Wieso steht jetzt hier nur Henderson? Ach so, weil das hier schon. Okay. Martinez Hernandez. Okay. Der wird nämlich neben Hernandez dann spielen. Genau, der Linksfuß. So, dann haben wir Lodi und Shaw. Lodi packen wir mal dahin. Carvajal natürlich. Innenverteidigung. Martinez und Träger. Und dann kommen wir zu den Zentralen. Da haben wir auf jeden Fall Goretzka. Der wird definitiv gesetzt sein. Und da müssen wir mal wirklich gucken. Führungsqualitäten 6 von 10. Stärke 84. Auf welcher Position wir ihn hier spielen lassen. Ob in der Mitte, rechts oder links, das werden wir noch entscheiden. Auf jeden Fall. Mirko Weber auf jeden Fall, ne? Hatten wir gesagt. Und. Ja, wen haben wir denn da jetzt noch? Madison? Dann müssen wir den hier unten reinziehen, ne? Ja, das sind auf jeden Fall die drei, die wir dann hier für die als Ersatz haben. Die drei Zentralen. Henschel, Weber und Madison. Gut, dass wir Madison geholt haben. Dass wir wenigstens einen starken noch als Ersatz haben, ne? So, offensiv. Natürlich Eriksen. Molzinho und Fernandes, ne? Fernandes ist ja da schon, genau. Eriksen und Malcinho und vorne im Sturm Martial, Silva, Rashford, Griezmann und Christian. Genau, das ist der Plan. Ich denke, so passt es auch, ne? Lodi, Inacio, Malcinho, genau wie ich gesagt habe. Dann passt es. Dann gehen wir jetzt kurz hier rein.
Stellen die Position bei den neuen Spielern noch ein. Goretzka zentral. Achso, Pellegrini, was hat der für eine 7 von 10 Führungsqualitäten? Spielmacher. Goretzka ist fleißig, also ich würde den dann schon eher nach rechts stellen. Er ist ein Rechtsfuß. Jones hat auch, ist auch beidfüßig, kann auch mit links. Dann wird er auf die linke Zentrale gehen. Genau, dann sollte das auch passen. Genau, Bisaka verlässt uns noch. Ich glaube, bei ihm müssen wir auch noch die Trainingsziele dann direkt einstellen. Antrittsschnelligkeit, da muss aber noch ein bisschen was passieren, ne? So, Innenverteidiger, auf jeden Fall sehr, sehr gute Werte hier, ne? Ups, Beweglichkeit wollte ich jetzt nicht mit reinnehmen. Ja, diese Sachen hier, Zweikampf, Grätsche, Manndeckung, die sind wichtig, finde ich. Frank Henschel, zentral. Da hat er schon Trainingsziele, ne? Gut, Madison auch. Antrittsschnelligkeit, Manndeckung, Katastrophe, ne? Er ist ja auch eigentlich ein Offensiver, ne? Aber ja, Manndeckung lassen wir mal raus. Aber Zweikampf sollte schon ein bisschen besser sein auf jeden Fall, ne? Ansonsten im offensiven Bereich hat er schon gute Werte hier, ne? Griezmann, ich glaube, den brauchen wir keine Trainingsziele mehr reinballern, ne? Genau wie Carvajal. Die haben so viel Erfahrung. Lodi auf jeden Fall noch. Passspiel, Flanken ist ja ganz gut, Ballkontrolle passt auch. Schusskraft nehmen wir auch mit rein. So, Molzinho, offensives Mittelfeld. Jonas Träger, den wir diese Saison auf jeden Fall weiter aufbauen wollen, soll natürlich auch dann bald Stammspieler werden, ne? Ja, bei Basfeld keine Ahnung. Ich hoffe, dass er nicht wechselt, dass es irgendwie doch noch scheitert, der Transfer. Ich glaube es zwar nicht, aber er ist einfach dumm gelaufen. An dieser Stelle, Torben, wenn du das hier siehst, sorry an dieser Stelle. Wir holen dich auf jeden Fall zurück. Gar keine Frage. So, Goretzka, Stadionvorstellung. Wir können den noch nicht hier für 5 Millionen abgeben. Ach, jetzt sind sie alle interessiert da, ne? Hauptsache ist weg. Ganz ehrlich, Hauptsache er ist weg. Zweite Mannschaft. Wir haben einfach 4 Torhüter. Herrn Burry, was ist mit dem? Den werden wir auch nicht los, ne? Den werden wir auch nicht los. Machen wir nochmal Spielerberater beauftragen. So, die beiden hauen noch ab. Also, 2 Linksverteidiger, 2 Rechtsverteidiger, aber auch nur ein Innenverteidiger. Also, sprich, wir brauchen noch mindestens drei Innenverteidiger. In der A-Jugend haben wir da auch nicht wirklich viele von, ne? Aber die drei brauchen wir schon hier, ne? Jörn Voss, Molinari und Alex Glaser. Zack. Ja, müssen wir haben. Mit einem Innenverteidiger kommen wir hier nicht weit. Achso. Bisaka wird uns auf jeden Fall noch verlassen. Sprich, wir brauchen auch noch einen Rechtsverteidiger. Da haben wir Robin Čurić und Oslilok und Lukas Ney. Da werden wir Čurić rüberholen. Zentral haben wir auch viel zu wenig, ne? Nur Jannik Kelb auf der Zentralposition. Boah, da brauchen wir mindestens 2. Also 3, 4 brauchen wir da auf jeden Fall, ne? Aber da zentral haben wir wirklich auch genug. Da haben wir echt genug. Wenn man das hier sieht. Auf jeden Fall Tobi Thompson rüber. Da haben wir schon mal den ersten. Daniel Stark. Jessica Gotta, 3. Finlay McAllister, den müssen wir noch umbenennen. Das wäre dann Nummer 4. Und ich denke, das reicht dann erstmal. 4, dann haben wir 2 als Ersatz. Reicht erstmal. Offensiv haben wir nur Pirchmoser. Da müssen wir Benchop noch überholen. Wie sieht es im Sturm aus? Im Sturm sind wir gut besetzt auf jeden Fall. Da haben wir Haider, da haben wir Max, Lames und Gehl. Also haben wir 4 Stürmer auf jeden Fall. Das ist gut. Achso, Haider haben wir ja immer als OM eingesetzt, ne? Aber der könnte jetzt dann auch im Sturm agieren, ne? So machen wir das. Ja, dann passt das auf jeden Fall erstmal. Ich hoffe, dass dann hier die Jugend wieder ein bisschen aufgefüllt wird. In der B-Jugend, wie gesagt, die Spieler werden wir auf jeden Fall noch umbenennen. Und jetzt gehen wir erstmal rein in dieses erste Testspiel hier. Ja, im Trainingslager. Hat sich jetzt alles wieder ein bisschen hingezogen. Aber ich würde gerne noch die ersten 2, 3 Freundschaftsspiele hier oder Testspiele im Trainingslager noch absolvieren, ne? Also, wir starten erstmal
Shaw, Inacio, das passt. Also mit, das ist auf jeden Fall die Stammaufstellung hier. Jones links, Goretzka, das machen wir so. Silva, Martial vorne. Obwohl wir ja gesagt hatten, wir wollen da mit Rashford mal starten, ne? Ne, Martial vorne im Sturm. Weil ich einfach glaube, dass er sehr, sehr viel Potenzial hat. Und er ist 26, er hat ein Top-Talent. Ja, von daher würde ich das schon gerne probieren, ja. So, Silva, Griezmann ist noch nicht ganz fresh. Wird erstmal draußen bleiben. Molzinho hat eine gute Form. Das erste Spiel in dieser Saison. Freundschaftsspiel, ja. Sofortberechnung. Auf geht's. Gebt euer Bestes. Rashford mit dem 1-0. Wichtig. 2-0 macht er auch. 3-0 Anthony Martial. Nach 15 Minuten steht es 3-0. Guter Start von unseren Stürmern hier. Goretzka mit einer Vorlage. 3-0 zur Pause. Sehr gut. Rashford mit 2 Toren. Das ist gut. Dann können wir in der zweiten Hälfte nochmal Silva bringen. Bruno Fernandes, da bringen wir Molzinho. Goretzka hat eine Vorlage gegeben. Da können wir Madison bringen. Ist auch beidfüßig, ne? Der könnte auch in der Mitte spielen. So, Lodi würde ich gerne nochmal bringen. Frank Henschel. Bringen wir im nächsten Spiel. 60 Minuten gespielt. Weiterhin 3-0. Jetzt der Doppelpack auch von Anthony Martial. In der 69. Beide Stürmer mit einem Doppelpack. Zum Beginn. Das freut mich. Sehr nice. 4-0 am Ende. Bin ich zufrieden mit. Goretzka unterschreibt zur Freude der Red Devils. Ist auch ein starker Transfer, finde ich. Goretzka. Thielemann wechselt zu Chelsea. Dalot über Personalpolitik verärgert. Martinez wechselt auch. Jones fällt aus. Kapselbandverletzung. 21.07. Okay, nur ein paar Tage. Das können wir überbrücken. Das ist jetzt nicht das Problem. Madison rein, der ist beidfüßig. Defensiv ist er nicht ganz so stark, ne? Da ist natürlich Goretzka. Ganz ordentlich, ne? Vielleicht stellen wir den doch lieber dahin. In die Mitte quasi. Als Abräumer so ein bisschen auch. So, Curtis Jones. Dann nehmen wir mal Weber mit. So, im zweiten Spiel wird Lodi von Anfang an mal beginnen. Träger nehmen Inacio. Christian auf die Bank. Rashford bleibt, also der Sturm bleibt erstmal so. Da möchte ich gar nicht so viel machen erstmal, ne? Die sollen sich jetzt wirklich da erstmal einspielen, die beiden. Carvajal auf rechts. In der Vorbereitung möchte ich gar nicht so viel rotieren, ehrlich gesagt. Natürlich soll jeder mal zu seinem Einsatz kommen jetzt hier. Aber die Mannschaft soll sich direkt von Anfang an auch finden. Rashford mit dem 1-0. Fernandes 2-0. Wieder Goretzka mit der Vorlage. Renan Lodi hat auch eine Vorlage gegeben. Guter Einstand für ihn. Und Martial trifft auch wieder zum 3-0. Goretzka wieder mit der Vorlage. Definitiv loben. Rashford loben. Sauber. Jetzt können wir in der zweiten Hälfte auch nochmal wieder wechseln hier. Molzinho rein für Fernandes. Christian rein für Martial. Und hier Frank Weber für Goretzka. Den stellen wir allerdings jetzt mal ins defensive Mittelfeld. Mirko Weber für Pellegrini. Rashford 4-0. Auch wieder ein Doppelpack geschnürt. Und Frank Henschel macht auch noch einen. Durch eine Vorlage von Christian Ordonesch. Sieht ordentlich aus. Sieht ordentlich aus. 6-0 Molzinho, Vorlage Weber. 7-0 macht Christian selber durch eine Vorlage von Jonas Träger. Das kann sich doch sehen lassen. Sehr stark. Auch die Jungs, die von der Bank gekommen sind, alle fast Note 1 hier. Sehr, sehr stark. Die Jungspieler akzeptieren Vertragsangebote. Benchop. Oh, Benchop lehnt ab. Hanbury, kein Verein interessiert. Gut, dann werden wir den Vertrag jetzt auflösen. Kein Verein an Bisaka interessiert. Ja, was will man machen? Aber wenn wir den Vertrag auflösen, der kostet 12 Millionen, ne? Das ist schon eine Hausnummer. Wir lassen den einfach in der Reserve spielen. Martinez wechselt zu Valencia. Das ist gut. Da laut über Personalpolitik verärgert wegen Thielemanns. Wer kann denn hier noch offensiv spielen? Mohamed Eggert, der ist aber 14 Wochen verletzt. Sergei Kreh ist eher links außen. Perkins auch nicht berauschend, ne? Gut, dann, ich würde aber sagen, wir bleiben erstmal dann so stehen. Ich sage mal, zur Not könnte auch ein zentraler Mittelfeldspieler auf die OM-Position gehen. Da sehe ich jetzt nicht das große Problem, ja.
Ansonsten ist das alles super hier. Machen wir nochmal weiter. Und das dritte Spiel nehmen wir jetzt hier noch mit gegen Al-Wassel FC. Und dann möchte ich in der zweiten Mannschaft nochmal die Trainingsziele durchgehen. Obwohl das mit den Trainingszielen, das können wir auch in der nächsten Folge machen eigentlich. So, drittes Testspiel. Jetzt werden wir mal wechseln hier. Henderson mal rein, Martinez rein, Molzinho mal von Anfang an. Eriksen auf die Bank. Achso, Eriksen noch verletzt. Okay, Griezmann für Martial mal. Christian von Anfang an geht jetzt auch mal rein. Weber. Wir werden jetzt einfach jetzt wirklich mal einmal durchwechseln, ja. Holen wir auch den dritten Sieg im dritten Spiel. Ordonesch 1-0. Renan Lodi mit der Vorlage wieder. 1-0 zur Pause. Erstmal okay. 60 Minuten gleich gespielt. Bringen wir nochmal Rashford für Griezmann. Pellegrini für Weber. Ordonesch mit dem Doppelpack. Goretzka mit der Vorlage diesmal. In der 65. Oh, das wird ihm Selbstvertrauen geben. Oh, sogar der Hattrick. Meine Güte. Pellegrini mit der Vorlage. 3 Tore von Christian. Geil. Geiler Spieler. Strafraumstürmer. 17 Jahre. Was wollen wir mehr? Richtig nice. Bin ich mal gespannt, was da mit ihm noch passieren wird in dieser Saison auf jeden Fall. Gut, Leute. Jetzt sind wir aber wirklich erstmal am Ende angelangt hier von der Folge. Ist ein bisschen länger geworden als eigentlich geplant. Wir haben es jetzt aber wirklich fast geschafft, die Transfers hinter uns zu bringen. Ja, und die Mannschaften stehen soweit. Erste, zweite. In der Jugend müssen wir noch ein bisschen was machen. Da müssen wir die komplette B-Jugend noch hier die neuen Spieler umbenennen. Und dann haben wir es. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid. Schaltet in der nächsten Folge wieder ein. Und ich freue mich auf den Saisonstart. Genau. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.